Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute hier am Sonntag bereits. Es ist noch nicht die neue Woche, aber es ist eine Woche. So. Huch, ich habe trainiert. Bizeps, Trizeps und Brustmuskeln. Nein, hast du nicht. Hast du nicht? Der lügt mich eiskalt an hier. Eiskalt. So, wen haben wir denn hier? Raymond Penner. Verdammt. Solltest du doch nicht machen. Ich weiß auch nicht, was ich mit dir anfange, aber geh erstmal dahin. Und wieso stehst du hier? Achso. Wieso hast du noch keine Medizinklamotten? So Unfähigkeit von diesen Leuten. Ist unglaublich. Okay, so. Ja, geil. Oh, ein Skorpion. Hm, toll. So, wir haben heute ein bisschen was vor. Zero aus und go. Der macht natürlich noch weiter. Und zwar auf Ausdauer 9. So, ab in die Sporthalle. Ich lasse hier mal alles fallen. Schön auf die Leertaste gekommen. So. Geld wurde mir auf jeden Fall abgezogen. Hier kriegen wir noch ein paar Level-Ups. Und dann ist der Handicap da alleine. Naja, gut, den können wir reparieren jederzeit. Sag mal, flüchtest du vor dem? Der sieht schon ein bisschen angeschlagen aus, oder? Ich weiß nicht, wie sieht ein trauriger Skorpion aus? Hat ein Skorpion Emotionen? Googelt das mal für mich, Leute. Ich habe Alexa gerade nicht hier, weil es aussieht wie Scheiße und ich will nicht, dass sie es sieht. Ich habe eigentlich schon seit Wochen vor, hier mal wieder aufzuräumen. Ach, cool. Die Nummer 5 macht es alleine. Pff, im Alleingang durchgezogen. So, Bruder. Und ich habe gesehen, Bruder möchte direkt auf Stärke 2 trainieren. Das heißt, das kann er gerne machen. So, 200. Oh Gott, wir haben Stromprobleme. Aber wir sind ja nicht mehr weit entfernt von dem Atomkraftwerk, ne? Weil das hätte ich schon gerne. 60. Wir haben 55. 5 Leute brauchen wir noch. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge ein bisschen was dafür tun. Auf jeden Fall, du wirst in den Stärkeraum geschickt. Bitteschön. So, kümmern wir uns erstmal um die Leute, die hier draußen stehen. Und zwar erstmal Joshua, zack, sammeln wir ein. Kara, zack, sammeln wir ein. Tywin Lannister, eine Kamera. Ich hoffe, ich kriege das heute Nacht alles hin. Ich habe ja Nachtschicht, da kann ich auf dem Weg hin zur Arbeit alles fertig machen. Also gar kein Problem. So, dass am Montag alles wirklich Chico ist, wenn ihr aufwacht. Wenn ihr aufwacht, Leute, morgen ist der Shop Chico. Ihr habt Geld Chico und alles ist Chico. Vor allem habe ich da mein Geld Chico. Ich habe mein Geld aber noch nicht gegeben. So. Okay, da haben wir Vasculina, Deadline und Fallout Boy. Ihr teilt euch insgesamt 3757 Kronkorken. Da sind wahrscheinlich die Klamotten mit dabei, aber das sind Peanuts. Was soll's. Ja, 3 Stimps werden auf Vasculina und Fallout Boy verteilt. Je nachdem, wer stärker ist, der kriegt mehr. Und ja, ansonsten ein Globus und eine getunte Laserpistole sammeln. Robuste Ödlandsausrüstung E5. Oh! Oh! Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Was brauchen wir dafür? 4 Brahminleder. Ich wollte dir mein Brahminleder geben. Derjenige, der es sucht. Schwarzes Brett. Bruder. Ich behalte es. Es ist wirklich ein Steuer. Es kostet 4 Brahminleder. Und wir haben 15 in der Vault. 15. Da wird sich ja wohl ein bisschen Brahminleder irgendwo auffinden können. Nice. Nice. Okay, muss ich gleich mal schauen. Erstmal Julian. Reih dich mal bei denen hier ein. Joshua, du auch. Ich weiß, da ist einer noch im Ödland, den müssen wir noch mal fertig machen. Cynthia Walker, Barbara, die bekommen alle noch Nummern. Du wirst noch verkauft, ich weiß, habe ich immer noch nicht geschafft. Ja, ihr müsst wissen, Leute, ich bin Gamer. Gamer sind eigentlich unfähig, Dinge zu machen.
Aber Gamer haben Vorteile bei diesem ganzen Corona-Scheiß. Weil ganz ehrlich, wann gehe ich denn schon mal raus zur Arbeit? Habe ich da irgendwie soziale Kontakte? Nö. Fasse ich irgendwas an? Nö, wieso sollte ich? Außer vielleicht Geld. Stimmt, sollte ich hier das Geld mit meiner Zunge reinigen, damit die ganzen Bakterien da weg sind und dann ist alles Chico. So, ich hätte gerne Strom, Leute. Sehr schön. Du wanderst hier nach oben. Weil beim anderen sieht das alles Chico aus. Ich weiß. Das war jetzt gerade mit Absicht. Ich habe heute nämlich schon ziemlich oft Chico gesagt. Und ich dachte, ey, einmal mehr tut's ja nicht weh. Reiner Zufall. Kommt zurück. Wir haben schon ziemlich viele Leute hier, ne? So. Ich sehe noch Dufte aus. Alles klar. So, der Rest müsste eigentlich clear sein, ne? Just Mike, bla bla. Ja. Sehr schön. Okay, gehen wir los. So, Pyro, unser pyromatischer Freund. Ich habe gehört, du willst diese Quest machen in Vault 404, ganz alleine, die Fahrkarte zum Ruhm. Ich bin gespannt. Du hast einige Stims dabei, das weiß ich. 6 Stück. Ich bin gespannt, ob sie dir reichen. Es ist auf jeden Fall nicht so groß. Es ist machbar. Es ist machbar. Es ist durchaus machbar. Ich denke nicht, dass du großartige Probleme haben werdest. Wo sind wir hier? In der Vergangenheit oder was? So, solange der da rumturnt, Alter. Escape! Mein Gott. Guck ich mal kurz meine Notizen. Das tue ich nämlich leider viel zu selten. Ich habe mir keine Notizen diese Woche gemacht. Ich bin unfähig. Oh, ein Runaway. Zum Glück habe ich ein gutes Zuhause. Ja, das hast du. Da, wo der Zero lebt. Alles klar. Oh, die haben aber schon ein bisschen mehr Leben. Das heißt, wir kriegen das jetzt hier schon ein bisschen schwerer, Pyro, oder? Okay, einer weniger. Aber das Problem ist, da du alleine bist, auch wenn du die Leute auf ein HP bringst, so wie hier, du musst sie nochmal mit deiner kompletten Stärke angreifen, damit sie sterben. Und das ist schon. Ignoriert, was ich gerade gesagt habe. Du musst sie nicht mit voller Stärke angreifen. Es hat nur gerade irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Kleidung. Und eine Pistole und eine. Okay, bisher nicht so wirklich der Burner. Wir müssen auf jeden Fall heute schon die ersten auf das Kleebad-Event schicken. Allerdings, wenn ich so auf meine Quest-Anmeldungen gucke. Baxi. Achso, ich dachte, das wäre Deadline. Ihr wisst, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ein Boss. Wird es vielleicht jetzt schwerer? Oh, ein paar Schüsse mehr brauchst du schon. Ja, da ist schon mal ein Stim weg von dir. Naja, zumindest ist der Boss schon mal tot. Der Rest müsste eigentlich mit einem Schuss draufgehen, oder? Ich verstehe das nicht. Werden die immer stärker von Raum zu Raum? Ah, jetzt kommt der Kritische, ja. Jetzt braucht Pyro den auch unbedingt. Ja, komm, mach einfach. Zack, Fünfer. Es ist gesehen, Junge. Oh, zwei Stims. Ein Gideon Buttercup und eine sehr komisch aussehende Kleidung. Irgendwie ziemlich zerdrückt war. Oder es gehört einer sehr dünnen Person. 4 Leute, komm, jetzt kriegst du aber mit einem Schuss eine weg. Ja, so wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen, Pyro. So, Deadline ist ja zurück. Das heißt, Deadline. Ich verpasse dir gleich deine Waffe, keine Sorge. Ich weiß nicht, was du mit deinen alten machen wolltest. Aber ich werde es mir heute Nacht noch angucken. Ich werde mir heute Nacht wahrscheinlich unendlich viele Notizen machen. Damit ich das alles in der übermorgigen Folge, weil ich nehme gleich noch eine auf, hinkriege. Ich muss mittlerweile immer 2 Folgen am Stück aufnehmen, damit ich alles schaffe, was ich schaffen möchte.
Noch ein Stimpact. Was ist das für ein Gestank? Es ist dein fucking Glück, mein Freund. Du stinkst nach Glück. Gott sei Dank, du hast uns vor diesen dreckigen Rädern gerettet. Wir haben alles menschenmöglich unternommen, aber sie haben uns gefunden und kamen mit einem riesigen Trupp. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Aufseherin, sie ist tot. Sie hat die Verteidigung angeführt und wurde als Erste erledigt. Oh. Scheiß auf den Bagel, was hast du jetzt vor? Wir sind unterwegs zu Vault 120. Das waren die Stars in der neuesten Ausgabe des New Boston Bugle. Ich dachte, du kommst jetzt mit. Ah, so eine Coca-Cola Quantum. Und ui. Ui. Was haben wir denn da? Verbesserte Kampfflinte. Ist aber nicht besser als deins. Na gut, wer es braucht, kann es nehmen. Na gut, noch ein paar Kronkorken zusätzlich kann ja nicht schaden. Können wir schon sehen, was du so aufgesammelt hast an Kronkorken? Ich glaube nicht, ne? Nee. Das funktioniert gar nicht. Ah doch, da. Mit Quest kannst du neue Orte erforschen. Wie hätt's gedacht. Okay, das war easy. 2000 Kronkorken. 2101 Kronkorken dafür. Dafür. Ah, gut. Nette Ausbeute, muss man schon sagen. Auch wenn die Waffe leider nicht besser ist als deine, aber irgendwer wird sie bestimmt schon kaufen wollen. Ach, Lord Huntington hat den Alien Blaster, alles klar. War gerade zufällig, dass ich es gesehen habe. So, ist noch eine Truppe draußen? Ich glaube nicht, ne? Catheim? Nope. Okay, gehen wir direkt zu Deadline weiter. So, werde ich Deadline von Anfang an erkennen. Ja, da. Der mit der Schmalzlocke. Da, da. Der mit dem hässlichen Grinsen. Guckt euch an. Guckt euch an. So, nein. Erstmal Evil. Wo zum Teufel ist Evil hin? Du sollst doch an der Tür stehen. Evil. So, geh mal zurück an der Tür. Dann gibst du mir das Ding. Dann bekommt... Wo ist die Schmalzlocke? Der war gerade noch hier. Ja, der hat sich verzogen. Da ist die Schmalzlocke. So, komm mal hier hoch. So, wie ist der Schmalzlocke? Du bekommst jetzt nämlich den verstärkten Gatling Laser. So. Der Lordi bekommt dann den Alien Blaster und du bekommst dann die abgesägte Schrotflinte. Nein, nicht die. Die. Genau. So. Ich muss aber die ganzen Leute, die hier rumlaufen, Barbara und so, mal kurz in diese Räume hier stecken, damit ich weiß, dass die noch eine neue Nummer brauchen. Okay, alles klar. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, nicht mehr viel. Okay, okay. Jetzt schnell nachdenken, Zero. Erstmal gucken, was wir für Sachen haben. Alles klar. So, dann gehe ich auf die Questanmeldung. Auf Kräuterzug haben wir durch. Pyro haben wir jetzt auch gerade durchgemacht. Hosenkobold und Mrs. Handy. Die beiden wollen raus. Und wenn wir auf Stims gehen, sie nimmt zwei Stims mit. Am 8.3. geschrieben. Und in der Questanmeldung steht am 8.3. Alles klar, zwei Stims. Das kriegen wir doch hin. So, Paula. Höhlenkönig-Training. Paula in Not. Ja gut, das dürftet ihr eigentlich easy hinkriegen. Ne? Also das ist jetzt keine großartige Quest. Da ist der Hosenkobold.
Was, Miss Handy oder Mrs. Six? Mrs. Handy. Es sind wieder Namen, die mich irritieren könnten. Okay, zwei Stims. Dann geht mal los. Oh. Nichts, womit unser guter alter Evil nicht fertig werden könnte. Du bist Cynthia Brooks. Bist du hier in diesem Raum drin? Ich glaube schon, ne? Ja, okay. Evil, du bist der beste Evil. Lass sie einfach durchlaufen lassen. Und guck dir die beiden an, die laufen einfach an den Gullen vorbei. Allein wie die Ratten immer im Hintergrund rumlaufen. Weil die Ratten laufen in Gebäuden rum, wo keiner drin ist. Was wahrscheinlich bedeutet, dass die Gefahr, dass da was ausbricht, höher ist. Easy. Nein! Das war die fucking rechte Maustaste. Wenn ich die rechte Maustaste drücke, will ich doch hier rumswirbeln und nicht euch hin und her schicken. Achso, es war jetzt zum Glück eh ein Angriff. Also manchmal könnte ich bei diesem Spiel kotzen. Okay, Deadline und Julian möchten die nächste Spielshow Feuerprobe machen. Als allererstes müssen wir gucken, wie geht es denen denn gesundheitlich. Deadline ist noch nicht fit. Das heißt, ihr müsst sowieso noch warten. Lord Huntington und Bugsy möchten auf eine Quest gehen. Und zwar Klee im Kasper. Wir sind, glaube ich, jetzt schon eine Woche im Verzug. Ne, ein paar Tage, ne? Ah, Bugsy, du bist noch nicht fit. Tja, Bugsy, tut mir leid. Ja, wisst ihr was? Ich mache mal eine Ausnahme wie immer. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch eine Ausnahme gemacht für die Event-Quest, damit wir sie wirklich schaffen. Weil wenn wir sie nicht schaffen, wäre das ein bisschen traurig. Und ich möchte euch ja dazu bringen, dahin zu gehen. Lord Huntington. So. Dann gucken wir mal. Stims und Rats. 18 Stims für die Quest. Alles klar. 18 Stims. Keine Rats. Kein Schwein will Rats ausgeben. So. Ja, cool. Das hätten wir geschafft. Und ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge ab. Die heutige Folge war einfach nur mal wieder alles hin und her schicken, alles fertig machen. Und nächste Folge, da geht es wieder richtig ab. Wir sehen uns in der neuen Woche. Haut rein, euer Zero. Tschüss.